Also zu meiner Rechten Robert Jasper, Gästetrainer. Letztlich ein Spiel, was wir alle gehabt haben heute, oder? Für die Zuschauer toll. Das denke ich, war ein sehr kurzweiliges Spiel mit Toren, auch Strafraumszenen, viel Spannung. Ich glaube, die Zuschauer sind heute auf ihre Kosten gekommen, mit dem etwas besseren Ende dann für Babelsberg. Im Großen und Ganzen kann ich meiner Mannschaft allerdings auch keinen Vorwurf machen. Ich habe das Gefühl gehabt, dass sie bis zum Schluss auch um eine Resultatsverbesserung bemüht waren. Wir haben in der ersten Halbzeit in meinen Augen auch nicht schlecht Fußball gespielt. Wir haben allerdings die wenig sich bietenden Torchancen nicht genutzt. Da war Babelsberg einfach effektiver. Und man hat einfach auch gemerkt, dass Babelsberg ein paar gute und erfahrene Spieler auch in ihren Reihen hat, um dann so ein Ergebnis auch gut zu verwalten. Wir haben es nicht verstanden, unser sehr schnelles Umkehrspiel auch in der ersten Halbzeit so durchzuziehen, wie es in den letzten Wochen der Fall gewesen ist. Waren auch nicht immer präzise Abspiele. Das bin ich so in der Form auch nicht gewöhnt. Aber es gibt eben auch solche Tage. In der zweiten Halbzeit war das deutlich besser. Hab dann nach dem 3:0, nach dem Patzer von Patzler, haben wir dann umgestellt. Den Namen sollte man eh nicht machen. Haben wir umgestellt auf ein 4-3-3-System und 3 Stunden gespielt. Und kam da noch mal ein bisschen ran. Wer weiß, wenn das Spiel genau 5 Minuten länger gegangen wäre, vielleicht hätten wir das Ding noch biegen können. Aber im Großen und Ganzen ist das Ergebnis auch in dieser Form gerecht. Und ich gratuliere natürlich Babelsberg zu dem Erfolg.